Wir sind nur wenige Kilometer von Bangkok, der pulsierenden Metropole Thailands, entfernt. Hier, im Speckgürtel der Millionenstadt, finden sich zahlreiche kleinere und größere Zierfischfarmen. Eine davon möchten wir zusammen mit Roland Numerich besuchen. Hallo, wir sind hier auf einer Guppy-Farm in der Umgebung von Thailand und wollen einen Guppy-Züchter interviewen, der seit einigen Jahren hier eine sehr schöne Qualität an Guppys züchtet. Die Farm besteht aus zahlreichen flachen Betonbecken, in denen die Guppys zur Marktreife heranwachsen. Alles ist unter freiem Himmel untergebracht, denn Licht und Wärme sind hier kostenlos. In den Teichen wachsen Tiere desselben Farbschlags heran, hier blonde Guppys mit roten Schwänzen. Durch die Lage im Freien wächst in den Becken ein kräftiger Aufwuchs, der von den Guppys gerne abgeweidet wird. Auf dieser Farm werden verschiedene Farbschläge gezüchtet. Bemerkenswert bei diesem Pärchen ist das sehr schöne Rot der Schwanzflosse des Weibchens, das bis zur Rückenflosse nach vorne reicht. Das Männchen ist halb schwarz gefärbt und trägt ebenfalls eine rote Schwanzflosse. Auch in diesen Bottichen wachsen Guppys heran. Es ist der ältere Teil der Anlage. Die Tiere hier haben eine blonde Grundfarbe. Die Männchen zeigen ebenfalls einen halbschwarzen Körper und einen sehr attraktiven gelben Schwanz. Alle Tiere sind hier topfit. Dafür sorgt auch die vorbildliche Pflege in der Guppy-Farm. Zweimal täglich werden die Tiere gefüttert. Danach erfolgt jeweils ein ausgiebiger Wasserwechsel. Zusätzlich wird permanent ein kleiner Teil des Wassers gegen Frischwasser ausgetauscht. Gefiltert wird nicht. Das Wasser hier ist leicht salzhaltiges Grundwasser, weich und sauber, ideal für die Guppyzucht, sodass hier immer attraktiv gefärbte und gesunde Tiere angeboten werden können. Er produziert etwa 50.000 Guppys pro Monat hier in seiner Anlage. Also ich habe ihn gefragt, ob er eine Idee hat, wo die Guppyzucht farblich hingehen soll. Und er sagt, für ihn ist eigentlich wesentlich, dass er einen gesunden, großen, guten Guppy für den Großhandel produziert. Also er ist kein Züchter, der eine bestimmte Farbe bevorzugt, sondern er möchte einfach gesunde Tiere produzieren. Da die meisten europäischen Großhändler farblich gemischte Lieferungen bevorzugen, werden bereits hier vor Ort die Männchen verschiedener Farbformen vergesellschaftet. Sie werden über die bekannten Exporteure in Bangkok in alle Welt exportiert. Aus solchen Becken werden in der Regel auch die Männchen für die nächste Generation Zuchttiere herausgesucht. Bei diesen Bluegrass-Guppies zeigen die Weibchen nicht nur ein paar Flecken in der Schwanzflosse, sondern die gleichen Farben wie die Männchen in der Schwanz- und Rückenflosse. Ungewöhnlich ist auch, dass bei diesen Weibchen die Flossen ausgezogen sind. Generell sind die Schwanzflossen bei den Männchen nicht mehr so extrem ausgezogen wie noch vor einigen Jahren. Auch in der Zucht für den Massenmarkt wird auf Vitalität großen Wert gelegt. Mit diesen Impressionen verlassen wir nun diese gut geführte Guppy-Farm in der Nähe von Bangkok.